Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und dann wird jetzt gleich in wenigen Minuten etwas verspätet dann eben Fortuna in den roten Trikots anstoßen. Schiedsrichter Besong pfeift jetzt die Partie an. Also Fortuna in den roten Trikots von links nach rechts, Schalke in Königsblau von rechts nach links. Wir gehen rein in diesen 33. Spieltag. Stanilevic. Und jetzt Ernst mit dem hohen Ball in die Mitte. Der ist richtig gut. Und das ist die erste richtig große Chance. Stanilevic läuft weg. Deswegen bringt Langer den rein. Und der wird auch nicht gefährlich. Stanilevic bringt die Ecke rein. Und dann landet der Ball bei Batterio. Und das ist der Treffer. Das 1:0 für Fortuna. 21 Minuten gespielt, Stipe Batariu Serdic, 6. Saisontreffer. Und das geht hier nach 21 Minuten durchaus in Ordnung, diese Führung. Wir gucken nochmal drauf, die Ecke kommt dann eben rein von Stanilevic und dann leitet Scholz erst auf Batariu weiter und dann hat er sogar noch die Zeit, den Ball in Ruhe eben anzunehmen. Und dann im Tor unterzubringen. Aus der kurzen Distanz kann Paris nichts machen. Und damit steht es 1:0. Gut reingebracht. Lanius ist oben. Und im Nachfassen hat Paris den Ball dann. Batterio. Hat da ein bisschen Platz, sieht da Mika, gut gemacht. Mika kann jetzt abschließen. Marvin Mika. Kaparos. Ja, da wird Anu Bodem bedient. Guter Laufweg von ihm. Und dann ist da hinten Emanuel Giamfi. Ja, Giamfi. Da wurde wohl Ernst getroffen. Giamfi spielt aber weiter und dann geht der Ball da von außen ans Aluminium. An den Cora Meisel. Auf der linken Seite wäre eigentlich Kopf angelaufen gekommen, aber dann dreht er nochmal ab und spielt ihn dann auf Faserholz. Und dann kommt er wieder am Ball im 16er an die Cora Meinzel. Beste Chance der Schalker. Hier nach gut 41 Minuten. Kopf. Ja, und dann nimmt Giamfi mal ordentlich Tempo auf und bringt den Ball dann nicht in die Mitte, sondern nach außen auf Anu Bodem. Und der in die Mitte. Und da gibt es jetzt relativ viel Platz eigentlich. Und den Elfmeter. Handspiel angezeigt. Von Schiedsrichter Besong und ja, da müssen wir nochmal drauf schauen, würde ich sagen. Heiserhold ist da am Ball und dann ist da wohl Matta mit der Hand am Ball. Sieht für mich hier in der ersten Zeitlupe richtig aus. Jimmy Kaparos hat sich den Ball auf den Punkt gelegt. Der 22-Jährige vor 2 Wochen schon gegen Gütersloh getroffen, insgesamt 2-mal in dieser Saison. Bekommt jetzt vom Punkt gegen André Weiß die Möglichkeit. Und der hat jetzt was dagegen in seinem letzten Heimspiel für Fortuna. Also Kaparos gegen Weiß. Kaparos tritt an und ganz sicher. 1:1. Der Ausgleich für die Schalker. Also Jimmy Kaparos schickt da André Weiß in die falsche Ecke. Und bringt den Ball da ziemlich sicher flach im unteren Eck unter. Al-Butat, der Captain.
bringt ihn gut rein. Gute Möglichkeit von Boboi. Mika. Angelo Langer schickt da Batterio, gut gemacht, nicht gesehen von Boboi, und dann will er das viel zu lässig machen. Viel mehr drin in dieser Szene. Stanilevic. Fair geklärt. Und jetzt der Konter an den Cora Meisel. In der Mitte wartet Pöpperl und Meisel macht selber. Der geht dann aber deutlich vorbei. Wem fällt hier noch was ein in der Schlussviertelstunde? Jetzt vielleicht mal Mata. Das gibt jetzt ein bisschen Platz, Räume. 3 gegen 2 jetzt zu diesem Zeitpunkt. Batterio ist jetzt schon im 16er und dann scheitert er da im 1 gegen 1 an Paris. Ja, Mata kann da jetzt mal frei zum Abschluss kommen. Abgefälscht und dann aber sicher gefangen von Julius Paris. Fast 3 Minuten jetzt über der Zeit. Scholz. Und dann ist jetzt das Spiel vorbei. Also es gibt hier ein 1:1 Unentschieden zwischen Fortuna Köln und Schalke ist U23. Das Ganze geht hier durchaus in Ordnung. Fortuna hatte eben ihre Vorteile in der ersten Hälfte. Schalke wurde dann aber eben besser, konnte mit dem Ausgleich antworten. Und deswegen geht hier dieses Unentschieden in Ordnung. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.